Viele von euch wissen, dass ich großer Anhänger von deutschen Stahl bei World of Tanks bin und so auch hier der Jagd-Tiger-Tier-9-TD der Deutschen. Ein wirklich grandioses Gerät. Und was ich hier bei diesem Replay gleich schon sehr schätze und es vielleicht sogar den Award Replay of the Week bekommen könnte, ist, dass obwohl er ein TD ist und dementsprechend normalerweise snipen sollte, er es nicht macht, beziehungsweise zumindest laut Angabe gibt es keinen einzigen Hit, den er über 300 Meter auf den Gegner macht. Also von dem her, so wie ich das mag, den TD schön aggressiv gespielt, hoffen wir, dass er das auch so umsetzt. Ja, Jagdtiger ansonsten, was soll man sagen, ist doch eine Perle von Panzer. In Bowwinken habe ich den einmal hier hinten in sein Fensterchen reinschauen dürfen sozusagen und da war auch die Kanone ausgestellt, ist ein Monster. Also wenn man dieses Ding einmal wahrhaftig vor sich sieht, dann muss man erstmal sagen, alter Verwalter, das Ding geht ab. Ja, mal schauen, wie er jetzt mit dem hier abgehen wird. Aber von der Tendenz her, die Werte, die ich hier sehe, die sehen sensationell gut aus. Und deswegen freue ich mich schon sehr darauf. Natürlich hat aber auch der Fighter 2000 hier das Glück, dass er Top-Tier ist. Also mit seinem 9er hier in ein 9er, 8er, 7er Gefecht. Es sind sogar 6er Scouts dabei. Also das ist natürlich auch schon schön. Wobei man muss aber auch sagen, der Durchschlag, der ist auch in Tier 10 absolut toll. Also da gibt es nicht so das Problem. Da hinten schon ein T10, sieht man selten noch aktuell. Ist noch sehr, sehr exklusiv, kann man fast schon sagen. Wird aber natürlich, je länger es den Tech Tree gibt, desto öfter wird man den auch dann bald sehen dürfen. So, er hat sich jetzt hier erstmal hingestellt. Das Scherenfernrohr ist nun auch aktiv. Arti hält hier auch schon rein, also man hat es gerade gehört. Hinter ihm hat schon was getroffen. Aber lustig, dass die drei 9er schweren Panzer, die es in dem Spiel gibt, alles T10 sind. Da ist er. So, was kommt denn da jetzt rum? Der T25 AT, ja, der bekommt gleich mal einen ab. So, man sieht schon, da vorne die Jungs, die fahren da schon ordentlich vor. Die machen das. Er wendet sich also ab und fährt mal zurück, um so ein bisschen seine Base zu covern. Aber er ist halt so bergauf und so mager nicht so gern. 15 km/h, das ist so gefühlt, ist es so wie 3. Aber sei es drum. 0 zu 4 schon für den Gegner. Den FCM da direkt eine verpasst. 0 zu 6, also das ist gerade schon sehr, sehr, sehr klar, was hier gerade abgeht. 2 zu 8, also da läuft es gerade grandios für den Gegner, muss man sagen. So, und jetzt der AMX. Den hat er sogar direkt gekettet. Musste er seine Kette reparieren. Und kriegt er den Schuss noch raus? Ja, der dürfte ihn wegmachen. Jetzt fahrt er ein bisschen zickzack. Aber, oh nein! Da ist ein Low Roll. Schade, dass der so gering war. Hätte ruhig ein bisschen höher sein dürfen. Dann hätte er nämlich den auch weggemacht. Der T-37 hat hier einen kleinen Nadelstich gesetzt, aber naja, so kann man halt mit einem Jagdtiger nicht großartig in Bedrängnis bringen. So, und da jetzt den T-54 schön getroffen. Die kommen jetzt langsam alle peu à peu zu ihm hier hoch. Artis sind auch noch im Spiel, also ich frage mich, wann da der erste Hit oder zumindest der erste Einschlag kommt. So,
Traut sich einer? Traut sich keiner? Jetzt fahren sie sich da vorne noch an den Karren. Decken ihn aber auf. Wie gesagt, Arti immer beachten. So. Wow, T-54. Der hat es aber mal teuer bezahlt. Das Munitionslager ist hier Geschichte. Arti hält jetzt rein. Jetzt nimmt er den C-37 auch raus. Jetzt kommt der T-55A rum. Und wenn er ihn umfahrt, hat er ein Riesenproblem. Aber Gott sei Dank, er achtet, er lässt den jetzt sein und schießt auf den T-44. Der T-55A macht es hier in der Form schlecht, dass er jetzt hier vor seine Nase fährt. Wenigstens seitlich hätte er ihn haben dürfen. Oh, er prallt ab am T-55A. Wie ärgerlich war der Schuss denn? Aber jetzt, genau, jetzt macht er kalten Prozess, nimmt ihn raus. Und da hinten jetzt der T-44. Ah, die Arti hat hier eingeschlagen. Zwar keinen Schaden gemacht, aber hat ihn, glaube ich, ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Deswegen hat er den T-44 gemacht. Auto-Aim auf den 1390 auch daneben. Arti hält hier weiterhin in die Richtung von ihm. Also jetzt fährt der T-10 da vorne Richtung Cap. Da drüben sind noch zwei Stück. Auto-Aim auf den 1390 und diesmal macht er ihn weg. Der T-44 vom Gegner ist verunfallt, lustigerweise. So, jetzt den Bulldog. Oh, da nimmt er auch den Bulldog raus. Der fünfte Kill. Einen noch. 9:12 in Anführungszeichen nur. Der T-10 ist voll, der eine. Der andere hat auch noch gut HP. Also das ist ein Vorteil, den sie hier haben, dass sie einen guten HP-Pool noch haben, die drei Jungs. T-54 ist für alle ein One-Shot. Er schreibt auch, er geht über die linke Seite und gibt da mal ein bisschen Gas. Aber bisher machen die Artis vom Gegner keinen so guten Job. Da kommt der KV-4 an. Und jetzt kommt dann T-29. In Summe braucht er für alle vier Schüsse, wenn man so das mal ausrechnen darf. Jetzt fahrt er auch zurück, dass hier keiner ihn umfährt. So, ja genau, nimmt den Schuss jetzt für den KV-4. Die T-10 machen auch einen guten Job. Sechster Kill, den Krieger hat er jetzt. Und jetzt noch der T-29, der fährt jetzt auf ihn drauf, aber umfahren ist bei dem Bergauf nicht so einfach. Deswegen braucht er so lang und der wird jetzt hier den zerstören. Sehr gut. 8.092 Schaden aktuell. Jetzt sind nur noch die zwei Artis am Leben. Ah, da trifft eine. Aber Gott sei Dank nur 54 Schaden gemacht. Die Radley Walters könnte sich hier klar machen. Aber bisher eine sehr schöne Runde und ganz klar ist das mein Replay of the Week. Weil so zurückliegend dann noch so gut durchzukommen. Er schreibt auch one more kill please. Aber wie gesagt, da muss man auch sagen, die haben die 100 DC-10er gut mitgespielt. Jetzt ist nur die Frage, wo sind die Artis? Bisher nichts zu sehen. Nix geht auf. Die andere war zuletzt gesichtet bei A8. Und der GB Tiger war noch gar nicht gespottet. Oh, da ist die Arti schon weit vorgefahren. Die wurde natürlich ganz schnell und easy vom T10 weggenommen. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die letzte? Aber ziemlich wahrscheinlich da oben auf dem Hügel stehend. Da ist er auch schon. Mal schauen, ob der T10 den lässt. Oder ob sie rausgenommen wird. So, Arti trifft für 907 Schuss.
907 HP und wow, das war lustig. Der T10 hat sich hier noch in Anführungszeichen geopfert, wollte den eigentlich nicht lassen, den Kill, hat ihn gerammt, die Art ist aber schwerer und hat durch das Gewicht den T10 weggemacht und er konnte dann hier den Kill klar machen und seinen 8. Kill und 8532 Schaden. Ja, sehr schöne Runde, da war viel drin und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr wisst, Daumen, Kommentar, immer gern gesehen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.